Guten Morgen. Ja, heute hat mich was dazu angeschubst, dieses Video zu machen. Es ist Folgendes passiert. Es forderte mich einer ganz wichtig und lauthals auf, geschätzte 40, und sah schon so streitbereit aus, die Maske aufzusetzen. Und da habe ich gesagt, nö. Und dann sagte er, willst du mit mir anlegen? Und kam bis auf 1 Zentimeter an mich ran. Ich blieb natürlich stehen, habe gesagt, klar. Und haben angegrinst, hat er sich umgedreht, das war's. Nein, warum alles so weitergehen soll in den Augen dieser Leute? 60% wollen ja dieses Symbol des Gehorsams weiterhin behalten. Symbol des Gehorsams, ich hatte mal ein Video drauf gemacht, ich hoffe, dass das noch da ist. Es geht um die Symbolkraft der Maske. Bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden geht es nicht allein um den gegenseitigen Schutz, sondern um die Symbolkraft der Maske. Das hat so ein gewisser Andreas Mucke mal gesagt. Ich werde es mal verlinken. Das war in der Westdeutschen Zeitung. Hoffentlich ist es noch da. Na gut. So, ja, aber ich hatte schon in diesem Video gefragt, im Nachtrag Nummer 60 zum Buch, ja, was machen denn die dann, die jetzt auch endlich was zu sagen haben? Damit ihr da nicht extra nachgucken müsst, noch mal kurz ein Zitat aus dem Buch, ein paar Zeilen. Lehnt euch zurück, ich lese vor. Die Ungebildeten nutzen gar zu gern Gelegenheiten, sich hervorzutun, sei es durch Denunziation, sei es durch sich wichtig machen als Beamter oder zur Ordnungrufer und so weiter und so fort. Nicht nur mir fiel gleich zu Beginn der Corona-Krise auf, dass es die Dorftrottel waren, die andere Menschen zum Maskentragen lauthals auffordern. Endlich können sich die Trottel wichtig fühlen. Endlich dürfen sie etwas sagen, was von den anderen nicht als Blödsinn abgetan werden darf, wie es bisher immer war. Wie gut sich diese sonst Unbeachteten dabei fühlen, kann man nur erahnen. Es ist also kein vorauseilender Gehorsam, sondern nur das sich wichtig tun. Mehr nicht. Naja, ich habe dann noch auf Hitlers bzw. Röhms SA hingewiesen. Das war ja damals genauso. Und ein Polizist hat sich mal seltsam verhalten und sagt in Schweizer zu mir lachend: Ich bin nichts, ich kann nichts, bitte gebt mir eine Uniform. Naja, und ich sage ergänzend: Ich will auch etwas sein, sprach der Punkt, blies sich auf und wurde zur Null. Naja, gut. Lassen wir das bis dahin auch. Aber ja, was machen die dann, die jetzt was zu sagen haben, endlich? Warum wollen die, dass es so weitergeht? Ja, die einen wollen, dass weiterhin das Symbol des Gehorsams weiterhin getragen wird. Die anderen sagen, Klimaschutz ist wichtig. Klima kann man schützen, ne? Das geht. Aha. Gut, und was dahinter steckt, die Gründe sind eigentlich nur, dass die, die das bisher lauthals getrötet haben, ihr Gesicht wieder verlieren könnten, ist das eine. Aber das andere ist, die können ja dann nicht mehr wichtig sein, die lauthals Hinweiser. Die möchten gerne diesen Status beibehalten. Die möchten, dass es so weitergeht wie bisher, denn dann sind die wichtig. Und fühlen sich nicht mehr so an den Rand gedrängt, weil bisher hat keiner auf so einen Dorftrottel gehört, der ja zu nichts taugt, ne? Das ist ja das Schlimme immer gewesen. Aber jetzt sind sie wichtig und das möchten die weiterhin bleiben. Das ist meine These. Übrigens, Kompliment an alle. Seit über einem Jahr haben wir jetzt hier Ruhe auf dem Kanal. Kaum noch irgendwelche Stänkerköpfe und so weiter. Und ich merke das schon, wir ziehen alle an einem Strang. Keine großen Schmierereien mehr oder ich weiß auch was, ich weiß auch was. Teilen, teilen, teilen. Bitte unbedingt ansehen und alles und Zeug. Ne? Das hat sich hier sehr beruhigt. Sehr angenehm. Dadurch kommt man, sieht man wirklich auch tatsächlich auch anhand der Kommentare, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Und ja, wenn kommentiert werden soll, wenn also dazu etwas an Meinung herausgegeben werden soll, ja gerne, dann bleibt das aber auch beim Thema. Macht richtig Spaß. Leute, merkt ihr was? Ja, es geht um Bildung. Ohne Bildung kriegen wir das Thema nicht mehr gebacken. Ohne Bildung wird alles den Bach runtergehen. Deswegen macht was in dieser Richtung. Macht was, aber macht's gut. Und habt einen schönen Tag. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.